So, und damit. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer wieder auf Bahn. Und Dying Light 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Bock drauf. Jo, wir sind wieder auf dem Weg zum Fischauge. Um den Treffen von Juan und Matt beizuwohnen. Das, was wir eigentlich ja schon mal gemacht haben, aber. Irgendwie hat das nicht gespeichert. Egal. Ja, letztes Video haben wir die Mission Schwarze Witwe beendet mit der. Elena, die ja angeblich eine Mörderin sein soll, aber es dann doch nicht war. Und es hat sich herausgestellt, dass sie Sachen in diesen gelben Fläschchen kein Gift, sondern Antibiotika war. Und dann war die andere komische Tante natürlich da oben. War natürlich dann beleidigt. Sie hat meinen Vater ausgenutzt. Ja, tja. Ist dann halt so, wenn der Vater das mit sich machen lässt, dann macht er das. Was ist jetzt los? Was war das? Gute Frage. Egal. Sie war keine Mörderin, offiziell zumindest nicht. Oder ist keine Mörderin. Und man kann aber auch nichts anderes beweisen. Komme ich jetzt hoch oder da? Kann ich sogar Sachen abgeben? Gut. Skitten. Du bist Aiden? Die warten auf dich. Komm schon, das Treffen ist im VIP-Raum. Die Stimmung ist freundlich. Wie ein beschissenes Weihnachten bei meiner Familie. Was glaubst du, wer du bist, du verfickter Lügner? Beruhigen Sie sich, Jack, bevor Ihnen eine Ader platzt. Der Plan ist absolute Scheiße. Mach das besser. Wie wär's hiermit? Mach nichts. Ist auf jeden Fall einfacher. Kommandant, sollte der Scheißer nicht längst vor einem Erschießungskommando? Oh, die Hunde fangen an zu bellen. Ich sollte wohl besser brav sein. Herr Holler, Kumpels. Ich soll ihr bei einem Plan mithelfen? Aiden, das sind die Pläne der VNC-Türme. Sobald der Sturm wieder läuft, können wir die Kommunikation wiederherstellen. Die Leute in der ganzen Stadt erfahren dann von unserer Mission. Da können sie sich uns anschließen und helfen. Sie wollen also Propaganda verbreiten. Zur Verteidigung gegen die Abtrünnigen ist jedes Mittel recht. Wenn der Schlechter unsere Stärke sieht, zieht er sich zurück. Wir verhindern Krieg. Aber vorher müssen wir uns noch um ein paar Sachen kümmern. Der ganze Bezirk wird über ein Umspannwerk gespeist. Ich wollte einen Trupp schicken, um es hochzufahren. Aber das haben sie wohl schon erledigt. Gut gemacht, Junge. Wir gut gebrauchen können. Spielt keine Rolle, Marrow. Wenigstens sind wir nun die Sorge um den Sturm los. Schritt 1. Umgebung des TV-Studios sich. Das übernehmen meine Männer. Ich ziehe los. Alles klar, Ro. Viel Glück. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Ja, wir tun unser Bestes. Wer hat dich gefragt, Wietzbowski? Los, Arsch in Bewegung, die warten. Wenn Sie das nächste Mal von meinen Soldaten so mit mir reden, nehme ich mein Messer und schneide Ihnen den Schwanz ab! Oje, stell dir all die trauernden Mandeln Klappe. Vor. Können wir einfach zum Plan zurückkommen? Danke. Nachdem Jacks Hündchen den Eingang gesichert haben, bringen meine Männer die Lampen und wir richten einen Außenposten ein. Und dann, wenn alles glatt geht? Und das wird es natürlich. Schließlich hat der Oberbefehlshaber höchstpersönlich sich den Plan ausgedacht. Ich warne dich. Du schmeißt die Aufzüge an und fährst ganz nach oben. Wenn du aufs Dach kommst, bringst du den Transmitter an der Antenne an. Das ganze Gebäude wird von dem Umspannwerk gespeist. Rose Männer sichern die Umgebung mit Lampen. Kapiert. Siehst du, Juan? So befolgt man Befehle. Oder rennt in den Tod. Aber mein Kopf ist hier nicht in der Schusslinie. Wir sehen uns im TV-Studio. Auf diesen Tag warten wir alle seit langem. Ja, toller Tag zum Sterben. Gut. Und die Textdatei war schon wieder weg. Ich brauche Ausgabe. Oh weh, ich höre jetzt nichts. Du machst wohl eine Pause zwischen den ganzen Mordanschlägen, um mich zu treffen. Ich versuche nur, Ärger aus dem Weg zu gehen. Was wollten diese Kriegstreiber? Sie wollen, dass ich auf den VNC-Turm klettere.
Was? Diese Schweine. Weißt du, was der Turm ist? Das höchste Gebäude der ganzen verdammten Stadt. Aber ich schaff's. Ich hasse diese Wichser. Roe, Meyer, die sind in Ordnung. Aber Jack und Juan, die werden dir unweigerlich irgendwann in den Rücken fallen. Wo brennt's denn? Ach, nichts. Nur, hier hat Frank all seine Nightrunner verloren und sein Bein. Jack und Juan werfen dich den infizierten Wölfen vor, weil sie ihre eigenen Ziele verfolgen. Du bist für die nur ein Werkzeug. Diese Vollpfosten. Na schon gut, die Picards begleiten mich, meinte Jack. Hat Jack zufällig auch die Bestien erwähnt, die da hausen? Ich weiß, dass es gefährlich ist, Luan. Ich muss das tun. Man sagt, dort gibt es Dinge, die noch nie jemand gesehen hat. Oder ihr gesehen und danach davon erzählen konnte. Du klingst ängstlich. Na klar habe ich Angst, Aiden. Oh, wusste gar nicht, dass du dich sorgst. Fick dich. Hör zu. Vor ein paar Jahren versuchte Frank das Gleiche, was Jack jetzt machen will. Und das endete in einer Tragödie. Du glaubst mir nicht? Frag ihn selbst. Aiden? Ja, Aiden? Bist du da? Sprich mit Frank, Aiden. Bitte, tu das nicht. Aiden, komm. Gut, schon mit Frank. Gut. Ich spreche mit Frank. Danke, Aiden. Du tust das Richtige. Und dann gehe ich zum Turm. Ro, ich komme hin so schnell ich kann. Ist was dazwischen gekommen? Beeil dich, Aiden. Wir warten alle auf dich. Toll. Muss der Kind nicht, dass Ro gleich überrannt wird, ne? Wäre natürlich richtig bitter. Los, Frank. Frank. Frank? Lebst du noch, Mann? Ravik, du sollst mich doch in Ruhe lassen. Ich bin's, Aiden. Ach, ja? Ach, du bist es. Was willst du? Erzähl mir vom VNC-Turm. Das war so knapp damals, Aiden. So knapp. Was ist passiert, Mann? Und egal, was die anderen sagen. Ich hatte einen guten Plan. Einen soliden Plan. Aber es war ein Blutbad, Aiden. Ein Blutbad. Okay, mir egal, ich kann schon. Frank? Wie komme ich aufs Dach? Wir gingen da rein, nur wenige Mann. Und wären bei mir geblieben. Aber einer hat den Glauben verloren. Und die anderen ins Verderben geführt. Wer war das? Ein Judas. Jawohl. Wäre Rav nicht gewesen. Was vorbei ist, ist vorbei. Heißt es. Auf jeden Fall. War es das Ende der Nightrunner. Gut, aber wie komme ich nach oben aufs Dach? Das geht nicht. Niemand kann das. Jetzt fick dich. Okay. Dann klettern wir aufs Dach, mir doch egal. Oh, das ist eine Nebenmission. So. Tappe Frank, alte Heulsusel. Dann halt. Schön, dich zu sehen. Geh doch mal aus dem Weg. Versink weiter in deinem Selbstmitleid. Geschehen ist geschehen, kannst eh nicht ändern. Was willst du denn machen? Die nächsten 30 Jahre? Da ist das Scheiße. Ich glaube, das ist Schrecken. Durch irgendeinen Scheiß. Aber. Es gibt genug andere, die geholfen werden müssen. Oder denen geholfen. Fancy. Oh, 17 Uhr ist das schon wieder. Oh. Ja, da war ein Riesengebäude, war. Ich habe Videos gesehen, wie die Leute von da oben auf eine Matratze gesprungen sind und dann überlebt haben. Ich denke, so alles klar.
Ich glaube, der Trick wäre einfach. Wasser. So, haben sie aber lange verteidigt hier mit ganzen Panzern. Ja. Da sind wir. Ich bin da. Es gibt Gerüchte über Geheimnisse. Ja, viel Stress. So ein bisschen Strom macht auch ein schönes Leuchten hier. Aber die scheiß Aufzüge stecken immer noch fest. Die kriegen keinen Strom, wie es scheint. Das Gebäude ist doch seit Jahren ohne Strom, oder? Wir müssen die Relais prüfen. Na, wenn du nicht ein verficktes Genie bist. Die Jungs sind schon in der Dark Zone und arbeiten dran. Sie suchen den Verteilerraum im kleineren Turm neben diesem hier. Wenn meine Männer die Aufzüge zum Laufen kriegen, fahren wir einfach hoch und... Leck mich am Arsch. Hier ist Rowe. Der Strom ist wieder weg. Die Zentrale sagt, das Umspannwerk läuft 1A. Jawohl. Wir sitzen wieder im Dunkeln. Verdammte Scheiße. Raus da, sofort. Verstanden? Leon! Wir suchen noch... Lass es sein und raus da. Jetzt! Leon! Leon! Scheiße. Ich muss dahin. Ich komm mit. Sie haben sich aufgeteilt zwischen Korridor A und B. Ich nehme A. Du gehst durch die Aufnahmestudios. Schon unterwegs. Gut. Wenn du vor mir da bist, hol sie da raus, bevor es zu dunkel wird. Und pass auf dich auf. Als Leiche nützt du uns nichts. Mama. Leon, warte. Wir kommen dich holen. Ich frage mich, ob meine Familienpost endlich angekommen ist. Hier lang, Aiden. Korridor B. Viel Glück. Das werde ich wohl brauchen, oder? Nimm das. Du brauchst es eher als ich, Bruder. Okay. Super Machete. Sollte ich ein paar Waffenmods einbauen? Haben wir schon ein paar Lampen angebracht. Also ein paar Zombies kommen hier wohl klar. Schlimmer wie mit diesen Schattenjäger. Jetzt verreckt doch immer. Alter. Zugkampel. Wow. Alter, gegen drei? Willst du mich denn verarschen, Alter? Was soll ich denn den Schattenjäger machen? Alter! Die Frage ist, wo sie hin?
Ich renne jetzt durch. Ich fange jetzt gar nicht an, irgendwelche Schattenjäger zu bekommen. Bro, ich bin in der Lobby. Okay, warte nicht. Die Hurensöhne haben mich eingekesselt. Ungefähr 20. Ich muss zurück in die Haupthalle. Kämpf dich durch den Warteraum in den Keller durch. Da unten ist der Verteilerraum. Boah. Scharfe Sachen schön und gut, ne, aber. Ach, stumpfe Sachen, aber. Mal weg damit, Alter. Alter, mit scharfen Sachen ist einfach viel besser. Rumzumetzeln. Na gut, ne. Hier, so was. Oder so was. Oder so was. Oh, ich hab zwei Bögen. Gut. Ich sollte auf jeden Fall eher nachts hin, wa? Es ist. Ja, okay, dauert noch eine Stunde, bis es Nacht ist. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Trophäen machen kann. Verkaufen? So. Klopf, klopf. Save muss ich da durch. Die Tür ist eh zu. Nee. Bist du Leon? So steht's auf meiner Hundemarke. Wo ist der Rest des Trupps? Die haben uns erwischt. Verdammte Schattenjäger. Meine Geschichte endet wohl hier, Bruder. Sag das nicht. Gibt's noch mehr Überlebende? Na, das nenne ich einen blinden Optimisten. Chris. Er hat sich durchgeschlagen und ist da lang gegangen. Der Ausfall. Ich glaube, das war er. Die Terminals sind im Keller, der beide Türme verbindet. Bitte, nimm diesen Brief und gib ihn meiner Frau. Sie ist auf dem Schiff. Entspann dich, Leon. Du kannst ihn ihr selbst geben. Halt durch. Ich suche Chris. Bro, ich weiß, was mit dem Strom passiert ist. Ich kümmere mich darum. Ich verbinde die Terminals und bringe den Strom wieder zum Laufen. Hast du irgendeinen meiner Jungs gefunden? Nur Leon und vielleicht Chris. Der Rest hat's nicht geschafft, Ro. Tut mir leid. Gut. Aber sei einfach vorsichtig, Aiden. Wir dürfen nicht noch mehr Leute verlieren. Puppel, schaff's das. Chris? Sorry, Bro.
Ro, ich bin hier, aber der Strom lässt sich nicht einschalten. Scheiße. Du musst die Sicherung prüfen. Ich glaube, ich habe die Stromversorgung wiederhergestellt. Hol das Kabel aus dem Verteilerraum und dann raus da. Wehe, das funktioniert nicht. Leon ist weg. Scheiße. Wo soll ich denn damit hin? Da habe ich gleich mal gegen Leon kämpfen, ne? Okay, das ist ein bisschen zu. Das solltest du nicht. So. Nicht so, dass ich viel sehe. Oder eher.
Ja, tauch doch, Alter. Er hängt fest, er hängt fest. Warte, tauchen ist in diesem Spiel echt Käse, wa? Euer Scheiß Ernst, Alter, jetzt? Boah. Für gar nichts, Alter. Ich kann nicht gesehen, dass das gerade ausgeht. Es ist etwas Licht. Perfekt. Ich hab's geschafft. Schon mal eine Medaille erhalten, Pilger? Noch nie. Ich schnitz dir eine. Aus einer Kartoffel. Wir richten ein provisorisches Lager ein. Wir sehen uns im 8. Stock. Geht'n. Du stehst drauf, in Dark Zones abzuhängen, oder, Aiden? Was hast du so lange getrieben? Nächstes Mal. Komm, ich hab was für dich. Als Dank für das, was du für meine Jungs getan hast. Ich weiß, du hast wirklich versucht, ihnen zu helfen. Ein Annäherungssensor. Die GAI hat wichtige Güter mit besonderen RF-Chips markiert. Das könnte noch nützlich sein. Sobald alle Antennen funktionieren, kannst du damit wichtige Container und solches Zeug aufspüren. Weiß Gott, was uns erwartet, wenn wir erst aufs Dach kommen. Aber du bist nicht allein. Du hast all meine Männer bei dir. Und Lieutenant Rowe selbst. Kommst du? Ich hab genug davon, von hinten zu befehlen und meine Leute sterben zu hören. Na, dann los. Wir warten auf Matt. Er bringt den Transmitter und überwacht die Operation von hier. Also hast du Zeit für ein kleines Nickerchen. Oder für ein großes Geschäft. Aber bitte außerhalb des Lagers. GRN-Sensor kann zum Entdecken von Heimstoffen genutzt werden. GRN-Kisten werden an Ort verborgen. Okay. Oh, jetzt ist Nacht. Hey, Holz. Kann ich mitkommen? Nach dir. Was denkst du über die Mission, Aiden? Wir haben es bis hierher geschafft, oder? Wir schaffen es auch bis zum Ende. Oder sterben dabei. Richtig? Also, auf was freut ihr euch, wenn das hier vorbei ist? Meine Frau Marsha. Unser Kind sollte jetzt jeden Moment kommen. Ich bin ganz hin und weg. Wir haben so lange versucht, ein Kind zu bekommen. Und jetzt habe ich es endlich hingekriegt. Siehst du? Ich habe doch gesagt, jemand muss rüberkommen und dir helfen. Na, ah, nette Stiefel hast du da. Oh, danke, Mann. Hab sie vom Bazar. Echt günstig noch dazu. Oh Mann, war das echt nötig? Jetzt wird er gar nicht mehr aufhören. Ja, hat sein offizielles PK-Messer dafür eingetauscht. Und als Rose gemerkt hat... Musste ich eine Woche die Latrinen putzen. Aber das war's wert, oder? Jetzt habe ich's auf eine Jacke aus dem gleichen Laden abgesehen. Nur kann ich sie mir noch nicht leisten. Aber bei der Mission verdiene ich ja ein bisschen was dazu. Dann kann ich sie mir kaufen. Hältst du jetzt endlich mal die Klappe?
Dein Kleiderschrank interessiert uns nicht. Du bist doch nur neidisch, weil du so scheiße aussiehst. Und ich alle Muschis kriege. Die deiner Mutter, meinst du? Ro ist auf jeden Fall ein beinharter Kerl. Klar ist er das. Du kennst seine Geschichte, oder? Hast du die Brandnarben auf seinem Gesicht und Hals gesehen? Ich war da, als er in eine Dark Zone rein ist, nur um einen einzigen Gefreiten zu retten. Ja, der Kerl kann echt knüppelhart sein, aber nicht viele Leute würden so viel riskieren wie er. Verdammt, ja. Kannst du mir noch was über Ro erzählen? Als er und Matt sich schwer die Haare gekriegt haben? Ja, übernehmen. Dachten, es wäre leer, aber dann gingen sie rein. Schalteten ihre Taschenlampen ein und schauten nach oben. Die Decke war irgendwie seltsam. Überall mit Lumpenbündeln bedeckt. Und dann sprangen die Bündel plötzlich runter. War so eine verdammt gruselige Abart von Infizierten, die sich an Dächer und Wände festklebt. Hunderte davon. Mein Gott, man hörte die Schreie der Jungs über Meilen. Scheiße, stell dir das vor. Sie funkten die Zentrale an, aber der Befehl lautete, die Stellung zu halten. Machten sie nicht. Sie rannten weg. Zumindest die, die konnten. Danach hat Jack befohlen, sie hinzurichten. Das waren Deserteure. Aber Rove hat sich mit Jack angelegt. Er meinte, die da reinzuschicken, war von vornherein ein Fehler. Wir dachten, Jack lässt Rove wegen Befehlsverweigerung abknallen. Allerdings. Na gut, Schlafenszeit allerseits. Nur einen Augenblick, die Herren. Ein Schlummertrunk. Wow! Astrein, Lieutenant. Auf unsere gefallenen Kameraden. Auf die Gefallenen. Und schöne Frauen. Warum willst du nicht auf deine Frau trinken? Alles klar, Jungs? Alles klar, Lieutenant. Haben schon Schlimmeres erlebt, oder? Wisst ihr noch, die Schattenjäger am alten Hafen? Das ist eine gute Geschichte, die wir zu Hause erzählen können. Stimmt's? Stimmt. Irgendwas beunruhigt mich, Aiden. Diese Abtrünnigen. Was ist mit ihnen? Sie sind überall. In der ganzen Stadt wie Kakerlaken. Aber hier, die größte Antenne der Stadt. Strategisch wichtig. Und kein einziger Abtrünniger. Aber nichts, was die tun, ist eigentlich planvoll und vernünftig. Stimmt. Zuerst hat jemand den Strom eingeschaltet. Keine Ahnung warum. Und als ich den abtrünnigen Offizier verhört habe, er faselte was von GAI-Einrichtungen, die sie versuchen zu finden. Er gab alles keinen rechten Sinn. X-13 oder so ähnlich. Ich frage mich, was die vorhaben. X-13. Von dem Ort habe ich schon mal gehört. Ach echt? Was hast du gehört? Ich weiß, dass Walls ebenfalls danach sucht. Irgendeine Ahnung, wo der Ort sein könnte? Wenn es ihn wirklich gibt, dann könnte es ein GAI-Komplex sein. Streng geheim, gut versteckt. Aber wenn wir mit diesem Scheißding fertig sind, kriegen wir vielleicht raus, was es ist und finden es vor ihnen. Aber jetzt erstmal Schönheitsschlaf. Die Infizierten mögen uns lieber, wenn wir frisch sind. Das war eine schöne Melodie. Spiel noch was. Don Röschen! Aiden! Dein Obermacker ist da! Los geht's! Hat Matt den Transmitter gebracht? Hab ihn sicher in der Tasche, Junge. Da, Bogen weg. Guck mal, alle goldenen Waffen hier. Obwohl die voll scheiße sind. Oh. Egal. Also, hey. Gut, so liebe Leute, ich würde sagen, bin ich auch mal das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei waren, Produkt hattet. Jo, dann nächste Video ab aufs Dach. Den Sender bzw. Transmitter einsetzen, installieren. Und dann hoffen, dass das alle funktioniert. Aber das wird eh nicht so einfach. Da kommen Safe-Abtrünnige. Safe, irgendwas kommt an.
wenn wir oben auf dem Dach sind oder gerade dabei sind, alles zu installieren, dann kommt Safe-Abtrünnige oder Schattenjäger 1 oder 2 kommt. Kannst du sagen, was du willst. Wahrscheinlich kommt dann noch hier der andere Fritze da, der gerade abgehauen ist. Was kommen wir hier hin? Dann mal gucken, ja. Aber gut, dann werden wir ja dann sehen. Gut. Wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Vielleicht kann ich mich sehr darauf freuen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss mit euch.